guten Morgen an einem Montag. Ja, ich bin immer noch ein bisschen müde, war noch sehr früh. Und ich wollte jetzt mal meinen ganz wunderbaren Get Digital Adventskalender aufbauen. Den habe ich nämlich zugeschickt bekommen, netterweise von Get Digital. Und darf jetzt jeden Tag ein Türchen öffnen und ich freue mich schon mega, weil ich liebe ja die Lootbox, wie ihr wisst. Und bin schon sehr gespannt, was denn da so drin ist. Dann, was heute noch ansteht, Kino, ein Junge namens Weihnacht müssen wir noch schauen. Und ganz viel so Organisationskram. Also ich habe schon mal Sachen rausgelegt für Fotos morgen und sowas. Ja, und das steht jetzt alles an. Und wenn das alles organisiert ist, gucke ich mal, wie es weitergeht. Herzlich willkommen an einem Dienstag. Ich habe gerade eine Menge TikToks gedreht. Ich habe für den Vlog gedreht. Nee, habe ich nicht. Ich habe für KundInnen gedreht und bin jetzt fertig. Ich warte eigentlich noch auf ein Paket von einem Kunden, aber das ist immer noch nicht da. Das heißt, ich muss eventuell auf nächste Woche schieben. Und guck mal, wie schön das hier aussieht mit dem Ringlicht. Das ist meine TikTok-Station. Ja, ich denke, diese Woche wird es nicht so wahnsinnig viel zu erzählen geben, weil wir ja am Freitag zur Comic-Con nach Stuttgart fahren. Gestern waren Jenny und ich noch ein Junge namens Weihnacht schauen und der war richtig schön. Also es ist ein totaler Wohlfühlfilm, kann ich wirklich nur empfehlen jetzt um die Weihnachtszeit und auch viele Witze halt für Erwachsene. Also so ein Film, den man halt mit der ganzen Familie einfach schauen kann. Ja, heute ist jetzt noch Schnitt angesagt und ich denke mal, ich mache mir gleich mal was zu essen, weil wir haben jetzt gleich 12 Uhr und ich habe immer noch nichts gefrühstückt. Aber ich bin ja so eine Spätstückerin. Ja. Hier ist das absolute Chaos ausgebrochen, ne? Wenn ihr das so seht. Da unten liegt alles. Und auf dem Bett und so. Und da muss ich mich jetzt gleich mal rumkümmern. Hello an einem Mittwoch. Wir haben jetzt gleich 16 Uhr. Ich habe jetzt gleich noch einen Podcast für Nerdplay, für unseren Nerdizismus Cosplay Podcast. Könnt ihr ja gerne mal reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber ich wollte euch die Buchpost zeigen, die angekommen ist. Es ist nämlich einmal endlich da, Fighting Hard for Me von Bianca Josivoni aus dem Lux Verlag. Und mit dabei waren dann auch diese coolen Postkarten hier. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich fand die Reihe nämlich bisher super cool und deswegen freue ich mich, dass da jetzt auch noch ein zusätzlicher Band kommt. Ja, und dann habe ich noch echt coole Post von Random House bekommen. Und zwar sah das Ganze so aus. Ich dachte, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Also, ich mache das jetzt mal hier ab. Fällt die Hälfte schon runter. Es ist einmal das Buch hier, Driving Home for Christmas, kein Weihnachten ohne dich von Beth Rickless. Das kenne ich gar nicht, aber die Leute kommen mir bekannt vor. Ja. Jedenfalls, was war noch drin? Hier so hübsche Deko, die werde ich bestimmt wiederverwenden. Und was ich besonders feier, Kekse. Sehr geil. Hinten steht sogar drauf, dass alles drin ist. Und das Schöne ist, dass CBJ mir all diese tollen Kleinigkeiten geschickt hat als Dankeschön. Und darüber habe ich mich nämlich sehr gefreut. Es ist auch noch hier eine Postkarte. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Übrigens, der Lebkuchen ist selbst gebacken. Und was ich halt besonders schön finde, das ist eine sehr personalisierte Karte. Also steht nicht nur mein Name drauf, sondern auch über die Titel, die wir dieses Jahr zusammen geredet haben. Und solche Karten finde ich immer ganz besonders schön, wenn das Team, mit dem ich zusammenarbeite, ja auch besondere Beiträge dann einfach hervorhebt. Also, Dankeschön! Ja, gleich kommen auch noch Jesse und Burkes, weil wir ja, wie gesagt, theoretisch, falls alles klappt, man weiß es halt nie jetzt, am Freitag nach Stuttgart fahren zur Comic-Con und wir wollten heute Abend mal einen Kostümtest machen. Die ziehen einmal alles an, ich ziehe einmal alles an und ja, es wird so awesome! Ja, und morgen werden auch die SiegerInnen verkündet für den Lovely Books Leserpreis. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, ob Love with Pride in einer der drei nominierten Kategorien irgendetwas abstauben konnte. Sehen wir mal. Guten Morgen an einem Freitag. Es ist jetzt 12:30 und wir fahren jetzt jeden Moment zur Comic-Con nach Stuttgart los. Da werde ich euch dann in einem gesonderten Vlog mitnehmen. Jetzt kommt Jenny gerade rein, die hoffentlich Post dabei hat. Fragezeichen? Hast du Post dabei? Nee, nicht.
Na toll, nichts Tolles. Ja, und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das Wochenende wird. Dieses Wochenende, ja, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel filmen. Also, sorry, wenn dieser Weekly-Vlog ein wenig uninteressant ist, aber nun gut. Ich will euch ja auch einfach zeigen, wie meine Woche ist. Und da passiert ja nicht jeden Tag Heckmeck. Ich wollte noch allen Glück wünschen. Nee, ich wollte alle gratulieren, die beim Lovey Books Leserpreis abgeräumt haben. Und mich auch bei allen bedanken, die für Love with Pride abgestimmt haben. Ihr seid die Besten. Und ja, jetzt warten wir, bis Jessie und Burkes kommen. Und dann geht die Reise nach Stuttgart los. Hallo, ich habe den ganzen Freitag nicht gevloggt, aber jetzt sind wir im Hotel. Und dieser Aufzug ist voller Simpsons-Sachen. Ist das nicht awesome? Die ganzen alten Comics von früher. Also ich will jetzt nichts sagen, aber wir sitzen ungefähr 10 Minuten hier. Der Chris hat Riesen-Uno entdeckt und die spielen Mega Drive. Die freuen sich. Alles ist super. Moxie, bestes Hotel, wenn ihr zur Stuttgarter Comic-Con fahrt. Es ist unglaublich. Und das Coole ist sogar, dass die hier Drinks extra quasi zur Comic-Con haben. Also wenn man Alkohol trinkt. Genau, und die Zimmerkatzensticker. Die Jessie hat Groot. Jessie kennt ihr noch aus dem Video von letzter Woche. Und ich habe Scarlet Witch, aber die ist in meiner Tasche und ich bin zu faul, das rauszuholen. Es ist auf jeden Fall super cool. Das Hotel sieht halt auch super stylisch aus. Alleine dieser merkwürdige Teddyaffe, was auch immer das da hinten ist. Ja, wunderschön. Und das Coole ist, schaut euch mal die Bar an. Hier sind halt überall so Comics. Voll gut zur Comic-Con. Also kann ich echt nur empfehlen. Jessie und ich, wir spielen jetzt Uno. Wie läuft das Mischen so? Richtig gut. Also ich bin ja voll der Mischspezialist mit so einer speziellen Taktik. Ne? Damit kann ich richtig gut, richtig schnell die Karten zusammenmischen. So, ne? Hier so. Das ist einfach so schwer. So slippery. So, und jetzt spielen Jessie und ich länger. So, es ist 6 Uhr. Ich gehe jetzt zum Frühstück runter. Wow. Übrigens, schaut euch mal meine geile Karte an. Ich habe Scarlet Witch. Das ist richtig cool hier. Es ist sehr früh, ne? Aber ich mache mit euch jetzt noch eine kleine Rundtour. Da sind Javanna und Jenny, Ken und Magda. Burgess und Jessie. Und hier bin ich. So. Wie ihr seht, ist hier das totale Chaos. Mein halbes Kostüm. Es ist halt wirklich ein kleines Zimmer, aber ich finde es ganz nett. So, und dann halt das Bad. Also. Und Chaos. Guten Morgen an einem Montag. Ja, ich wollte eigentlich gestern noch für euch filmen, aber wir kamen halt erst um 22 Uhr von der Comic-Con zurück und ich war platt und wollte einfach ins Bett. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was auf der Comic-Con passiert ist, schaut meinen Blog dazu, der kommt auch noch diese Woche hoffentlich. Ja, und ich wollte euch jetzt aber noch zum Abschluss zeigen, was ich mir alles auf der Comic-Con gekauft habe, weil das wollte ich nicht in den Comic-Con-Vlog packen. Jedenfalls. Das hier habe ich von der Javanna bekommen. Also das hat sie für Jenny und mich gekauft. Die Spooky Scary Skeletons. Dann haben wir natürlich auch noch so ein paar lustige Fotos gemacht am Stand. Die wollte ich euch auch noch gezeigt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns bei Area Adams einen Adventskalender geholt für die WG. Was habe ich noch alles gekauft? Ein Grumpy Garfield. Dann ein Pikachu. Den fand ich so toll. Der musste unbedingt mit. Und was habe ich noch? Die Urban Fantasy Going Queer. Habe ich mir noch gekauft. Ich habe ordentlich abgelootet. So ein schönes Glas aus einem Horn. Dann eine Kerze vom Stand von Mary Kronos. Die fand ich so toll. Und die passt natürlich perfekt zu Spiritus Demonis. Jenny und ich, wir haben uns noch Würfel gekauft. Da werde ich euch natürlich auch zeigen.
Das hier sind meine, so Galaxy Glitzer. Das hier sind die von der Jenny. Auch mega schön, so rot-blaue. Dann haben wir noch geschenkt bekommen zwei Sticker. Und ich habe mir bei der wunderbaren Daisu zwei Postkarten geholt. Und diese Postkarte habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir noch einen Jester-Button gekauft. Und bei Lily on the Moon musste ich natürlich einen Print mitnehmen. Ach, das ist so schön. Ich habe mir noch diese wundersüße Hexe hier geholt. Die fand ich ganz toll. Und ein großes Poster. Ich guck mal, ob Denise das irgendwo in ihrem Shop hat, weil dann blende ich euch das hier ein, weil ich möchte es jetzt nicht auspacken. Dann liegt das nämlich hier so quer rum. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an alle. Es war ein mega geiles Wochenende. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin schon wieder total done mit everything. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich für ein Foto mit Ben Barnes gemacht habe, schaut euch gerne den Comic-Con-Vlog an, der diese Woche noch kommt. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns am Mittwoch in einem nächsten Video. Ciao.